Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Was ist das? Falsche Stimme. Nein. Es ist ein Stein. Er hat ein Auge und fliegt. Dieser Felsen, er schwebt. Weißt du, was das ist? Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber nein. Doch, weiß ich natürlich, welches Spiel kennen, aber trotzdem. Normalerweise weiß man es halt nicht. Ich auch nicht. Es sieht aus, als würde ihn jemand mit Hilfe von Psynergie schweben lassen. Kann das vielleicht der alte Weise sein? Irgendwie scheint er nicht gerade gewillt, irgendwas zu machen. Welche Macht. Unglaublich. Ja. Wow. Ich will nicht mehr. Das muss der Wächter der Elementarstände sein. Das sieht nicht gut aus. Wir sollten besser fliehen, solange wir noch können. Aber wir brauchen den Marsstern. Wir können ihn nicht zurücklassen. Ich stimme Felix zu. Wir haben keine Chance gegen den Wächter. Der Marsstern muss für heute warten. Was ist mit Isaac und Garrett? Können sie dich einfach hier lassen? Oh, können schon. Vergiss sie. Sie werden hier niemals lebend rauskommen. Oh, toll. Was hat Horst? Es gibt immer noch eine Chance, dass sie überleben. Alles ist möglich. Toyota. Nee, andersrum. Nichts ist möglich. So rum. Was schlägst du also vor? Nehmen diese Gemma mit uns. Wenn sie überleben, werden sie nach ihr suchen. Und wenn sie sie finden, bringen sie uns auch den Stern. Scheiße. Sie haben es verstanden. Wenn sie Crane mitnehmen, würde ich einen Scheiß drauf geben. Auf jeden Fall muss Crane mit uns kommen. Verdammt! Er hat mit all dem... Wobei, warte, wenn sie ihn mitnehmen, ist er nicht bei uns. Okay, nehmt ihn, nehmt ihn, nehmt ihn. Alex, brichst du unser Versprechen? Seit wir das Versprechen gegeben haben, haben sich die Umstände drastisch verändert. Jenna hat damit nichts zu tun. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr Leid zugefügt wird. Ich nicht reden können, tut und tun. Macht mit mir, was ihr wollt, aber lasst Jenna gehen. Ja, aber dann werden wir euch niemals folgen. Ihr Volltrottel. Dann spricht für dich, alter Mann. Aber du kannst Jenna nicht helfen. Wenn wir Jenna im Stich lassen, wird sie sicher sterben. Ist es wirklich das, was du willst, Felix? Also, ja, nein, meine ich natürlich. Vielleicht sollten wir das woanders fortsetzen, Felix. Was fliegt denn nicht die ganze Zeit durch die Gegend? Felix? Jo, und geht. Ich bin Felix und geht dann so. Bitte, können wir jetzt gehen? Wir sollten uns beeilen. Hör auf, meine Schwester zu stoßen. Sonst werde ich zu Saturus. Nee, warte mal. Was glaubst du, mit wem du da sprichst? Du schuldest uns dein Leben. Renati. Mr. Crayden, ihr werdet uns natürlich auch begleiten. Da unten sieht's nach Lava aus. Können wir nicht da rein und einfach gehen? So ein Mist. So ein Mist. Das war Waluigi, oder? Ich kann mir doch auch nicht alles merken. Isaac, Garrett, bleibt am Leben. Nö, kein Bock. Der Marsstern. Was für ein Jammer, dass wir ihn zurücklassen müssen. Aber vielleicht sehen wir ihn ja bald wieder. Vielleicht, falls wir überleben. Wie habt ihr euch hinter der Statue versteckt? Und warum? Es scheint, als hätte sich das sanfte Lächeln des Glücks in die Fratze des Pechs verwandelt. Nein, die sind weg. Meine Stimme wird geschont. Wie kannst du in dieser Situation nur so gelassen bleiben? Ich kann's halt. Jenna und Crane sind fort.
Jenna ist fort. Crayden ist mir scheißegal. Ne, warte, andersrum. Crayden ist fort. Yay! Du glaubst doch nicht, dass sie Jenna und Crayden was antun werden, oder? Oh, nö, nö, wird schon gehen. Ja, sie werden es schaffen. Felix ist bei ihnen. Hm. Vielleicht sollte man sich mal auf den Weg hier raus machen, denn irgendwie... Weiß nicht, da rieselt die ganze Zeit scheinbar was von der Decke. Es könnte sein, dass da gleich was runterkommt. Nämlich Steine. Das ist wirklich schrecklich. Wenn wir hier raus wollen, haben wir einen langen Weg vor uns. Ja, dann sollten wir vielleicht mal losgehen. Trottel. Vollidiot. Spaten. Wir haben ein Problem. Ja, du redest zu viel. Lass uns von hier verschwinden. Oh, danke. Hey, Isaac. Isaac, hier bin ich. Komm, wir müssen los. Dreh dich mal um. Es ist ein verdammter Stein. Ich sprich mit denen jetzt. Warum steht ihr da noch rum? Dieser Ort birgt nun Gefahr in sich. Du bist hier die einzige Gefahr. Was laberst du für Scheiß? Der Vulkan seinen Zorn aus sich herausspeien. Ich werde ihn nicht länger zügeln können. Mit anderen Worten, lauf. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Oh, cool. Die Djinns der Elemente, sie sind zurückgekehrt. Nimmst du den Elementarstein in deine Hand? Gerne. Yay! Steck ihn wieder in den Beutel. Die Elementarsterne... Die Elementarsterne bewegen sich fort von hier. Und noch mehr bunte Lichter, die abhauen. Ohne die Macht der Elementarsterne kann das Magma wieder ungehindert fließen. Und diese Kammer wird in sich zusammenstürzen. Wie viele waren das? 9 Stück? Es gibt keinen Ort mehr. Es wird keinen Ort mehr geben, an den die Elementarsterne zurückkehren können. Nee, waren 10. Die Welt wird nun der Bedrohung der Alchemie schutzlos ausgeliefert sein. Alchemie? Eine Bedrohung? Wenn sie missbraucht, kann sie eine gefährliche Macht darstellen. Wenn die Elementarsterne die Flammen der 4 Leuchttürme entzünden, diese Macht entfesselt, solange diese 4 Leuchttürme ihr Licht nicht erstrahlen lassen. Ja, ja, mach du mal das Feuer da aus. Vollzeitjob war. Der Vulkan, er bricht aus, flieht jetzt. Aber wie? Naja. Ah, ich verstehe. Ich werde euch helfen. Naja, eigentlich müsste nicht Felix hier, Isaac bereits eine Psynergie haben, die Rückzug heißt. Damit kommen wir zum Anfang des Dungeons oder der Höhle oder was auch immer zurück. Jo, und wir sind wieder im Heiligtum. Und die Erde wackelt immer noch. Hat dieses fliegende Augending uns gerettet? Sieht so aus. Lass uns verschwinden. Und wie gesagt, ich nehme mal den Easy Mode. Ja, Rückzug. Und wir sind wieder draußen. Na, am Ausgang zumindest. War ja einfach. So. Na, guck ich gleich. Ich dachte, der Leafberg sei inaktiv. Wie habe ich den denn gesprochen? Oh, mein Enkel Garrett. Oh, mein Enkel, ob Garrett diesen Ausbruch wohl heil überstanden hat.
Großvater, wir wissen doch gar nicht, ob er überhaupt da oben ist. Mama, Schwester, jemand hat ihn und seine Freunde gesehen, wie sie auf den Alleefberg geklettert sind. Die Vollidioten haben sich erwischen lassen. Sie haben sich hier herumgetrieben, als ich Wachdienst hatte. Und ich war blöd genug, sie auch noch gehen zu lassen. Isaac und Garrett gingen zu Cradens Haus. Haben sie gesagt, sie würden Alchemie studieren? Wie auch immer das gerade gesagt hat. Ja, haben sie. Aber was hat das mit dieser Eruption zu tun? Oh nein, das sind Großvater und die anderen. Was sollen wir tun? Sollen wir wieder nach oben gehen? Oben Magma, unten wütende Meute. Oben Magma, unten wütende Meute. Lass uns nach oben gehen. Garrett! Scheiße. Wütende Meute. Ah! Isaac! Mist. Ihr seid in Sicherheit. Kommt beide hierher. Jetzt gibt's auf die 12. Wo seid ihr gewesen? Weiß auch nicht. Was ist geschehen? Warum spreche ich denn nicht so dämlich? Waren nicht doch Jenna und Craden bei euch? Waren trifft's ganz gut. Sie wurden entführt. Von wem? Da war so ein Batman-Verschnitt. Dann noch so ein komischer Fritze mit blauen Haaren und diese Olle da mit der schrecklichen Stimme. Das ist alles sehr kompliziert. Ihr müsst uns ganz genau berichten, was auf dem Berg vorgefallen ist. Kommt ins Heiligtum. Beide. Vielleicht spreche ich so den nächsten Hauptcharakter. Das ist ja nur der Heiler. Der obligatorische Heiler, der einen immer wieder beleben kann, wenn man down ist. Bester Erzählstil ever. Ich müsste noch die Speed-Taste drücken. Vorspulen sieht das bestimmt noch dämlicher aus. Achso, ja, wir haben den scheiß Mars-Stern ja noch dabei. Was labern die da? Bester Erzählstil, den ich je gesehen habe. Und ja, man kann Erzählstile scheinbar sehen. Die haben gerade einen Moonwalk gemacht. Aber nee, sind ja nicht rückwärts gegangen. Na, was soll's. Wir hatten keine Ahnung, das war eure Heiligtum. Und Jenna und Craden sind Gefangene? Schaut so aus. Sie wurden gegen ihren Willen verschleppt. Wie schrecklich. Glaubt ihr, man kann sie noch retten? Ja, garantiert. Jennas Bruder Felix wird sie sicher beschützen. Was ist mit euch, großer Heiler? Ihr wart die ganze Zeit so ruhig. Es scheint, als wärt ihr 1000 Meilen entfernt von uns. Also, das hier, das kommt manchmal vor. Ich hab nicht aufgepasst. Worum geht's? Bitte nochmal erzählen. Der schwebende Stein, derjenige, der vor Isaac erschienen ist. Ist das überhaupt irgendein Akzent, den ich gerade spreche? Ich mache einfach mal irgendwelche Scheiße gerade. Was ist damit? Ich sah ihn zuvor in meinen Träumen. Gerade eben ist er wieder vor meinem geistigen Auge erschienen und hat zu mir gesprochen. Ihr habt ihn gerade gesehen? Das muss der alte Weise sein, der Wächter der Elementarsterne. Er hat mir erzählt, was euch im Heiligtum von Sol widerfahren ist. Was hat der alte Weise über die Eruption zu berichten? Wird denn der Vulkan Vale zerstören? Das sieht komisch aus. Es ist unmöglich, die Eruption jetzt darauf zu halten. Wird Vale...
Teil wird unbeschadet bleiben. Der Altreise wird die Lava davon abhalten, bis sie uns vorzudringen. Ja, voll korrekt von dem. Finde ich nice. Was ist los, großer Heiler? Das Dorf wird zerstört werden, nicht wahr? Etwas viel Schrecklicheres als die Zerstörung von Vale lauert im Dunkel der Zukunft auf uns. Es könnte Schlimmeres geben als die Zerstörung von Vale. Crane wird König über dieses Land. Oh Gott, das ist schlimmer. Eine fürchterliche Macht. Die Elementarsterne beherbergen unvorstellbare Mächte. Und Vale hat diese Steine beschützt? Warum gerade wir? Die Leuchttürme der Elemente werden diese Mächte über die Welt bringen. Wenn erst die Macht dieser Steine freigesetzt wurde, wird die ganze Welt... Die alte Weise will, dass wir die Steine zurückholen, habe ich recht? Es liegt an uns, ob diese Welt gerettet oder zerstört wird. Unsere Passivität kann ihre Vernichtung bewirken. Welch ein Jammer, so ein Scheiß! Wir können nicht auf die Rettung hoffen, wir müssen uns selbst retten. Was können wir tun? Jo, nick uns zu. Die Elementarsterne zu finden ist allein ihr Schicksal. Die beiden Vollpfosten haben uns das eingebrockt und jetzt schicken wir sie los, um entweder... Naja, die Sterne zu finden und zurückzukommen oder darauf zu gehen. Ja. Das denkt man sich übrigens öfters bei Videospielen so. Ja, du bist 10 Jahre alt. Gut, die sind jetzt wie alt? 17? Ich glaube 17 wurde irgendwann gesagt. Geht mal los und rettet die Welt. Wollt ihr damit sagen, dass wir sollen das Schicksal dieser Welt in die Hände von Isaac und Garrett legen? Ganz blöde Idee, ganz blöde Idee. Garrett ist noch ein Kind. Ihr könnt nicht von ihm erwarten, eine solche Last auf sich zu nehmen. Ich kann und ich werde. Der alte Weise hat gesprochen. Jeder von euch trägt die Verantwortung dafür. Nun muss jeder von euch seine eigene Entscheidung treffen. Hey, das durfte ich sonst auch nicht, ja? Ich habe vorher schon gesagt, nö, ich will die Dinger nicht einsammeln. Crane sagte, ja, mach mal. Jenna sagte, mach das! Und dann hatte ich keine Meinungsfreiheit mehr. Voll unfair. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Isaac, entscheide du. Isaac, wirst du die Verantwortung für dieses Land übernehmen? So, jetzt möchte ich eine Kleinigkeit zeigen. Dazu setze ich kurz ein Save State. So. Und sage nein. Ich kann dich dafür nicht verurteilen. Wäre ich in deinen Schuhen, hätte ich diese Aufgabe ebenfalls abgelehnt. Hey, ich bin frei. Ich bin frei. Wenn du das Dorf erst verlassen hast, kannst du deine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Überlege es dir gut, ehe du das Heiligtum verlässt, Isaac. Ich hau ab. Und so begann die Welt auf ihre vorherbestimmte Vernichtung zuzudriften. Game over. Ja, das war im Grunde wirklich ein Game Over. Selbst Laden. Man kann hier tatsächlich sagen, nö, will ich nicht. Ich will das Ganze nicht machen. Nur dann, naja, ist das Spiel vorbei, wenn man verkackt hat, so ungefähr. Ja, komm, ich übernehme die Verantwortung für die ganze Scheiße. Ich bin mal blöd genug dafür. Immerhin wollen wir Golden Sun zocken. Du nimmst an? Oh, Isaac, das kannst du nicht ernst meinen. Du zogst es vor, deine Entscheidung Isaac zu überlassen. So habe ich denn gesprochen. Dann gibt es auch keine weitere Diskussion. Oh, alter Weiser, diese beiden haben deinen Wunsch erhört. Gib uns deinen nächsten Befehl. Junge, wo kommst du denn plötzlich her? Ihr beide seid sehr mutig, diese Aufgabe anzunehmen. Oder sehr dumm. Oder beides. Ich werde euch beobachten. Wählt euer Schicksal mit Weisheit, junge Freunde. Du bist ja der Weise, nicht ich. Oh, er ist weg.
war der alte Weise. Nö, sah nur so aus. Was hat der alte Weise gesagt? Felix muss die Macht freisetzen. Felix? Hab ich mich gerade verlesen, oder was? Findet den Leuchtturm, den Elementarstern wird durchführen. Der Elementarstern, nicht die. Der. Männlich, maskulin, whatever. Also was? Was sollen sie da tun? Das ist doch sicher nicht alles, was sie sagen können, großer Heiler. Sucht die Elementare, die Gens. Sie werden sich als hilfreich erweisen. Okay. Gibt es da nicht noch was? Irgendwie eine Landkarte oder sowas, die man uns mitgeben könnte? Das ist alles. Scheiße. Das ist alles, Mann. Gibt es denn nicht noch was, was ihr ihnen sagen könnt? Wieso hast du Cradens Stimme? Wir sind beide alt. Das ist alles, Bürgermeister. Na toll. Ich überlasse es euch, Isaac und Garrett. Tja. Oh. Hey, ist es nicht an der Zeit zu meditieren? Oh, scheiße, die gucken uns an. Ja, Meditation. Abhauen, schnell. Was für Penner. Wozu sind diese Kerle eigentlich gut? Sie schicken Kinder los, ohne ihnen Hilfe oder Richtung zu geben. Ja. Da stimme ich zu, aber dieses Spiel ist relativ linear, das wird schon passen. Es ist tatsächlich schon recht linear, es geht. Sie haben uns keine andere Wahl gelassen. Nun, wann sollen sie gehen? Es scheint, als könnten wir es uns nicht leisten, noch länger zu warten. Also morgen? Morgen? Ja. Nee, morgen geht nicht, da habe ich schon was vor. Ganz, 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 ganz blöde Idee. Das geht ja. Da habe ich einen Arzttermin, das passt nicht. Ach komm. Das mache ich noch. Warum haben sich alle im Hauptfort versammelt? Was? Hast du es nicht gehört? Isaac und Garrett verlassen Vale und gehen auf Reisen. Boah, geil, ich wünschte, ich könnte auch gehen. Ich höre, dass es sehr gefährlich werden wird. Jo, geil, sterben und so. Ach ja, also deshalb sind alle am Tor, um sich zu verabschieden? Ein Hund. Süß. Random Hund. Ja, kommt, macht hinne. Hey, was ist los? Eigenartig, Isaacs Mutter ist gar nicht hier, um sich zu verabschieden. Du hast recht, sie ist nicht da. Oh, Katze! Hey, sollen wir auch gehen und auf Wiedersehen sagen? Klar, lass uns gehen! Wow, welch unglaublich weiter Weg. Erzählen auf dich, Isaac, und auf dich auch, Garrett. Garrett. Mit Ä. Trink kein Wasser, das faulig riecht. Und nimm dies mit dir. Dieser Geld hält Kraut. Ich weiß, dass ich kein abgestandenes Wasser trinken soll, Schwester. Oh, was ist das? Stinkt wie Hölle. Trinken wir's mal. Hör nicht auf ihn, Isaac. Er ist ein Schwein. Er würde alles essen, was nicht festgezurrt ist. Okay. Dora ist sehr spät. Oh, stimmt. Tante Dora hat mich gebeten, dir dies zu geben, Isaac. Schnappperlen. Ich glaube, wir sind bereit zu gehen, oder, Isaac? Überleg doch, Garrett. Kann er nicht. Es muss für Dora sehr schwer sein. Als Garretts Mutter weiß ich, wie sich Dora fühlen muss. Aber ich habe noch Garretts Vater, während Dora nur Isaac bleibt. Sie will nicht, dass du gehst, Isaac. Aber sie weiß, dass du gehen musst. Es schmerzt sie zu sehen, dass du sie verlässt. Ich kann auch hier bleiben und warten, weil wir zusammen auf den Weltuntergang. Yay!
Sie können nicht alle Zeit hier rumstehen. Haut ab, na los. Noch ein letztes Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wow. Das war strange. Naja. Die Karte wackelt ein bisschen bescheuert. Das ist, glaube ich, auch ein ROM-Fehler. Naja. Hab ich? Ja, ich habe Jennas Sachen behalten. Sehr gut. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Ob das funktioniert. Okay. Maßstände gebe ich mal an dich. Schnappperlen, die legen wir an. Damit erlernen wir eine neue Synergie, und zwar Fänger. Ja, gut. Kann ich überhaupt speichern? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Scheiße, geht nicht. Na gut, ist nicht so schlimm. War besser im States. Gut, das war's dann mit Let's Play Golden Sun für heute. Wir haben, ja, Vale verlassen und unten links in der Ecke hüpft die ganze Zeit irgendwas komisch rum. Das ist, werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Bis dann. Ciao. Es geht endlich auf Reisen. Yay. Hey.